Und damit herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Gerade ein bisschen am Mikrofon einstellen. Wir gehen mal in den Posteingang. Ja, haben gesiegt und fantastische Arbeit geleistet, das ist okay. Wir, Maus, fahren jetzt mal weiter. Und zwar Vintage F1 Lotus Class of 86 Masters Cup. Also weiter in der Formel 1. Mal gucken, wie das läuft. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wann das erste Supercards-Rennen kommt. Reden wir besser nicht drüber. Das kommt nämlich gefühlt nicht mehr dieses Jahr. Das dauert noch echt lange. Irgendwie im Juli oder August, glaube ich, war das. Wir sind erst im März. Maus. Davon wollen wir jetzt aber uns nicht abhalten lassen. Wir fahren. 15 Minuten da, 10 Minuten da, 5 Runden da. Ne? Let's go. Okay, 4 Kilometer. Das heißt auf jeden Fall, ich nehme nicht alles mit. Also auch nicht vom Qualifying. Spießgefühl zu leise. Für euch sollte alles passen, denke ich. Wir fahren einfach mal. Hat sich das Auto irgendwie verändert? Hatte das vorher schon so ein Scheibchen? Gefühlt nicht, aber es hat sich, denke ich, nicht verändert. Gut. Ich würde sagen, kriege ich den Track? Gut, dass die Boxen das irgendwie so jahrelang ist. Ist die Boxen das so lang? Track hat mir jetzt so erstmal gar nichts gesagt. Ich muss mich jetzt wieder daran gewöhnen, dass ich vorsichtig fahren muss. Das ist ein fucking altes Formel 1 Auto mit echt viel Leistung. Und aktuell noch kalten Rädern. Das heißt, ein bisschen vorsichtig fahren auf jeden Fall. Chuck sagt mir so spontan. Ja, okay, sag mir was gut. Hab den Namen vergessen. So sind wir das letzte Mal mit dem Caterham, glaube ich, gefahren. Wobei könnte tatsächlich sein, dass wir es danach schon nochmal gefahren sind, aber. Mit dem Clio oder so. Ich meine das letzte Mal mit dem Caterham. Okay. Auto rutscht viel. Aber wie gesagt, noch sind Reifen noch kalt. Ich denke, dass hier kann man auch alles im ersten ruhig fahren. Nur um in den ersten runterzuschalten, brauchst du in so einem Auto halt wirklich Eier. Möchte ich mal ganz klar sagen. Ich muss auch erstmal wieder mich daran gewöhnen, ob man das Auto hier Vollgas bremsen konnte. Oder ob das eher keine so gute Idee war. Doch, kann man. Kann man recht gut bremsen, den Eimer. Das ist schon mal schön. Ich bin noch relativ müde. Es ist noch relativ früh morgens. Ich direkt mal dazu sagen. Dementsprechend bin ich jetzt auch noch nicht so redselig. Wenn man das eventuell von mir doch kennt. Okay. Die ist ja nicht so gut gelaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen Fahrpraxis habe im Qualifying. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ich bin gerade schon über die Ziellinie gefahren. War ja eigentlich nicht. Wir gucken jetzt mal, dass ich weiterfahre. Und halbwegs konzentriert dabei bleibe. Training eben ungefähr 5 Mal gemacht. Ich kriege das Auto hier auf der Strecke kaum beherrscht. Bin ich ehrlich? Also allgemein, das Auto ist wirklich anspruchsvoll zu fahren.
Er hat noch keine Antwort erhalten, ob ich lieber zusammenhängende Rennserien machen soll oder einfach die Tage, wie sie kommen. Mehr Sinn macht es natürlich, die Tage, wie sie kommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zum Zuschauen cooler ist, wenn man besser überblickt, in welchen Tagen ich Formel 1 gefahren bin. Also ich meine, man sieht es auf den Thumbnails. Aber... man wäre halt cooler, wenn man... Also ich glaube zumindest, dass es cooler wäre, wenn man es auch so sehen würde. Indem ich einfach halt jetzt 7 Parts quasi Formel 1 hochlade, dann ein paar Parts von dem anderen Scheiß. Aber die Abwechslung wieder weg, ne? Die Abwechslung, wie ich sie ja jetzt auch habe. Ich muss übrigens unbedingt mal so Schaumstoff-Nupsis an meinen Lenker machen oder so Gumminupsis. Dass man dieses Klack-Klack nicht mehr hört. Ja, ein bisschen zu früh eingelenkt vielleicht. Leichter Traktionsverlust. Ich habe ja schon mal gesagt gehabt, dass ich überlege, eine Kamera mitlaufen zu lassen. Wie ich hier am Rumrudern bin teilweise. Ich wüsste aber nicht mehr, wo ich das Bild hinmachen soll. Weil ich glaube, alles, was auf dem Bildschirm ist, ist irgendwie interessant, ne? Also Rundenzeiten sind interessant. Karte ist interessant. Ich möchte es dann ja, wenn auch, so groß machen, dass man was erkennt. Auf dem Schrott. Ich fahre gerade komplette Grütze übrigens. Wir werden sehen, dass ich im Training deutlich besser gefahren bin. Aber ich bin Qualifying Platz 1, also alles entspannt. Ich glaube, ich bin 1 oder 1,5 Sekunden besser im Qualifying, im Training gefahren. Ich weiß auch nicht, ob der Timer gerade auf meiner aktuellen Rundenzeit basiert oder auf der alten, die ich im Training gefahren bin. Gefühlt auf der alten, die ich im Training gefahren bin. Denn eben als ich eine neue bessere Rundenzeit gefahren bin, war da auch noch ein Minus. Versuchen wir mal eine gute Rundenzeit zu fahren. Wir haben zwar noch 2 Runden. Im Zweifel halte ich die letzte Runde wirklich mal die Schnauze. Und konzentriere mich einfach nur darauf, eine gute Rundenzeit zu fahren. Aber das war jetzt alles schon wieder okay. Wäre deutlich besser gegangen auf jeden Fall. Hier kann man übrigens auch in der 3 durch. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Und hier über den Berg fahre ich lieber nach 4, weil sonst mache ich öfters mal einen Abflug. Das hier habe ich mir überlegt, ob ich mit der 1 oder mit der 2 fahre. Und ich bin mit der 2 deutlich besser rausgekommen, zeitentechnisch. Und 1 musst du halt nochmal schalten. Das hier genau das gleiche. Hier habe ich das Gefühl, okay, das war's. RIP. Ja, doof gelaufen jetzt. Ich fahre wohl nicht noch eine Runde. Das ist der Boxenmonitor eigentlich, also das hier, okay. Können wir auch andere Sachen angucken? Ich kann den Leuten zugucken. Der fährt eine 1.25.2.0. Ich glaube, das ist okay, ich wollte gerade schon sagen, ey. Schade, dass man nicht Cockpit-Sicht hat, oder? Hat man Cockpit-Sicht? Eieieiei. Cool. Seine Bremsen sind schon am Ende. Nice. Okay, cool. Wir sind Erster geworden mit entspannten 0,6 Vorsprung auf den zweiten. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal das Rennen. Hoffentlich nicht auf kalten Reifen, weil ich muss sagen, auf kalten Reifen fährt das Auto wirklich nicht. Bloß nicht übertreiben, Fisch. Sonst machst du direkt einen Rittberger und bist raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das erste Rennen mit dem Eimer hier gewonnen habe.
Ich weiß, mit dem BMW habe ich gleich verloren. Entweder das. Ja, genau, schieb mich doch weg. Entweder das mit dem BMW oder das mit dem hier habe ich verloren. Ich traue mich halt nicht so dicht auf ihn aufzufahren, weil ich weiß, dass er bremsen wird. Vierten kann man ja auch einfach Vollgas drüber. Wenn hier jetzt Gegner wären, würde ich im ersten durchfahren. Einfach damit ich agiler bin, aber so ist der zweite, glaube ich, die richtige Wahl. Gucken wir mal, ob ich eine Bestzeit fahre im Rennen oder ob das beim Training bleibt. Weil ich glaube, ich bin mit dem Training eine bessere Zeit gefahren als jetzt im Qualifying. 5 Runden, hatte ich richtig in Erinnerung, sehr schön. Habe ich viel zu wenig gebremst tatsächlich. Fünf Bar Ladedruck, das macht mich übrigens immer noch fertig. Allerdings sollen die einmal im Rennen deutlich weniger Leistung gehabt haben als im Qualifying. Also eigentlich nicht mehr mit 5 Bar gefahren sein. Weil die halt einfach reihenweise auseinandergeflogen sind. Und dann sind sie halt im Qualifying, um eine gute Startposition rauszufahren, alles gefahren, was ging, und dann im Rennen halt nicht mehr. Was technisch gesehen durchaus Sinn macht. Denn, ja, ich sag mal, wenn du das jetzt kurz im Qualifying so hart beanspruchst, mag das funktionieren. Ich weiß nicht, ob sie danach ein neues Auto nehmen durften oder ob sie wirklich mit dem Auto, mit dem sie Qualifying gefahren sind, auch Rennen fahren mussten. Aber das hätten, also die hätten das komplette Rennen auf jeden Fall nicht überlebt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange Formel 1 Qualifying und wie lange Formel 1 Rennen ist, aber ich denke, Rennen ist länger als Qualifying. Dementsprechend werden die ja wahrscheinlich einfach stumpf auseinandergeflogen. Und ja, die werden da auch reihenweise Motoren einfach außen wieder eingebaut haben, weil ja, Müll. Ja, immer wieder neuen rein, weil der alte hinüber war halt. Schöne Runde. Knapp gefangen, muss ich sagen. Müsste eigentlich mal gucken, ob ich hier schneller rauskomme, wenn ich im vierten fahre. 143, das bin ich gerade eben gefahren. Voll draufstehen, ist das Motto. Ich kann ja gleich mal nach 3 durchfahren, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Das war jetzt auch nicht so gut, aber ich bin immerhin nicht gegen die Wand geballert. Scheiße, ey. Es fängt an zu regnen, ich bin verloren. Ich kann so Dinge keine Runde im Regen fahren. Also kein Scheiß. Warum muss es dauernd regnen bei den Rennen, die ich fahre? Also jetzt mal kurz Butter bei die Fische, es regnet doch gefühlt nie bei Rennen, oder? Ich fahre, glaube ich, jetzt gerade viel zu vorsichtig wegen Regen, aber ich möchte halt ungerne, ja, doppelten Rittberger machen. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich jetzt nicht mehr schnell fahre, dann überholen die mich easy. Weil die KI halt nicht so ein dickes Problem mit Regen hat wie ich. Die juckt das halt gefühlt gar nicht. Das war jetzt nicht so gut. In die Box, ich hab Schaden. Wie viel Schaden habe ich? So viel, dass ich nicht mehr fahren sollte oder geht? Fehlt mir ein Rad? Nein, mir fehlt kein Rad, wird weitergefahren. Ich habe gesagt, ich starte nicht so auf Rennen neu. Das tue ich auch nicht. Aber das kommt mir jetzt wieder hart an. Also warum muss es schon wieder regnen? Ja, mach.
muss theoretisch in den ersten drei Runden so viel Zeit rausfahren, dass ich danach nicht mehr überholt werden kann. Weil, also, im Regen werde ich verlieren. Punkt. Da hat die KI halt einfach den KI-Vorteil, dass sie genau weiß, wie sie fahren muss. Und ich weiß gar nicht, ob ich im letzten Rennen das Auto hier auf Regen gefahren bin. Aber auf jeden Fall nicht im Training oder nicht im Qualifying. Dann wäre das ja was anderes. Dann hätte man sich doch schon mal dran gewöhnen können. Aber so ist es halt wahrscheinlich wieder, als ob man auf nassen auf kalten Rädern fährt. Schätze ich mal. Das ist genauso, als ob man auf kalten Rädern fährt. Dass ich da gerade in den Rhein gefahren bin, lag natürlich nie am Regen. So, aber ich bin halt viel zu vorsichtig gefahren. Ich kann da viel mehr fahren. Ich muss halt gucken, wo beim Regen das Maximum ist, was geht. Und dann da aufhören. Also, weil im Endeffekt ist Regen ja auch nur ein bisschen Wasser auf der Straße. Ich meine, theoretisch würde man dann wahrscheinlich in die Box fahren und sich Regenreifen draufziehen, aber davon habe ich zu wenig Ahnung, ob man das machen würde und ob das überhaupt geht in dem Spiel hier. Ich habe halt legitim keine Ahnung, ob das geht. Und ob man sein Boxen-Set aber auch irgendwo vorher bestimmen kann. Wofür man natürlich wissen müsste, jo, wann regnet's. Ich meine, aktuell sieht der Himmel überhaupt nicht nach Regen aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Meine Güte, ich fahre. Ja, Entschuldigung, ich rede gerade wieder ein bisschen wenig. Aber ich versuche mich einfach zu konzentrieren. Um den größtmöglichen Abstand schon mal rauszufahren. Naja, damit ich hier nicht gleich wieder, wenn es anfängt zu regnen, am Arsch der Heide hänge. Plötzlich Wolkengrau. Okay, ich kann nach dem scheiß Schild bremsen, Junge. Warum ist denn hier alles so lange rot? Das war übrigens auch eine der Kurven, mit denen ich im Training noch am meisten Probleme hatte und im Qualifying auch. Ich weiß nicht mehr, wann es angefangen hat zu regnen. Ich glaube in der dritten Runde. Und in der vierten haben sie mich dann überholt. Aber immer noch ziemlich viel blauer Himmel dafür, dass es gleich in Sturm regnen wird. Kann ja auch viel später bremsen eigentlich alles hier. Meine Güte, ey. Bin ich wieder viel zu weit rausgekommen. Ich meine, es ist scripted, dass es anfängt zu regnen. Ja, da fängt es an zu regnen. Strahlender blauer Himmel, aber es fängt an zu regnen. Aber später als eben, oder? Vielleicht ist es in einer Zeit gescriptet oder so, ich weiß es nicht. Okay, es ist deutlich besser. Also es ist deutlich, deutlich besser, weil ich einfach viel später angefangen habe zu regnen, gefühlt. Weil ich auch einfach viel später aus dem Gas gegangen bin dieses Mal. Klar, wenn ich jetzt hier erstmal gleich einen Drehmann mache, dann ist es trotzdem zu Ende. Dann akzeptiere ich das auch. Aber eben das mit dem Unfall und das, wie ich danach fahren konnte, ging mir richtig auf den Sack. Okay, letzte Runde werde ich einmal, okay, hier über den Berg ist jetzt gefährlicher. Werde ich einmal im dritten dadurch fahren, durch die Schikane, wenn ich dran denke. Hallo. Ich finde auch gut, dass die Räder einfach kaum lenken. Komm.
Komm. Ich gebe Gas übrigens. Ja, das Auto rutscht nur noch. Das war's. Okay, ich werde trotzdem nicht Erster. Glaube ich zumindest nicht, weil das Auto rutscht wirklich nur noch. Also keine Ahnung, wie die so gut mithalten können. Guck mal, ich habe kaum gelenkt, kaum Gas gegeben, das Auto rutscht komplett weg. Nur Gas gegeben, möchte ich anmerken. Ich muss die Scheiße jetzt zu Ende fahren, Alter. Wie schnell die hier durchfahren und ich fahre einfach schon im gelb, also im grünen Bereich, im absolut grünen Bereich rutsche nur. Okay, der war jetzt auch echt langsam, muss man zugeben. Leute, also jetzt mal no joke, sobald es anfängt zu regnen, kann man das Spiel ausmachen. Also das macht dann halt gar keinen Spaß mehr. Ich fahre fast gar kein Gas. Guck mal, wie können die so schnell mir vorbeifahren? Ich krieg sofort Reifenschlupf und... Jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist doch Bullshit, oder? Wie kann ich bei gleicher Gaspedalstellung im nächsten Gang mehr Ladedruck machen als im vorherigen Gang? Es ist deutlich untertouriger, plötzlich mache ich mehr Ladedruck. Das ist technisch nicht umsetzbar. Nein. Okay, also so macht das Spiel überhaupt keinen Spaß, möchte ich mal kurz anmerken. Ich verlasse jetzt mal die Sitzung. Dann müsste ich das Rennen nochmal fahren dürfen. Ich mache jetzt einmal alle Hilfssachen an, die es gibt, und gucke dann, ob es fahrbar wird. Weil so ist das Spiel nicht spielbar. Punkt. Die Leute überholen mich komplett entspannt. Also die fahren ja wirklich easy an mir vorbei. Und sobald ich das Gas nur angucke... Das ist doch Bullshit. Ach Gott, so ein Dreck, Alter. Also ich würde nicht behaupten, dass es alles am Spiel liegt. Ich bin auf jeden Fall nicht der beste Fahrer, aber das ist halt dumm. Punkt. Das ist komplett dumm. So, leck mich. Wir sehen uns gleich wieder, je nachdem, wie es läuft. Bis gleich. So, damit zur letzten Runde nochmal willkommen. Ich möchte euch mal zeigen, wie dumm das Spiel ist eigentlich. Ja, also ich bin irgendwie, das war übrigens gerade komplett dumm, aber ich bin auch gerade abgelenkt. Ich bin eben richtig, richtig gute Rundenzeiten gefahren. Ich denke, ich bin ein bis zwei Sekunden schneller als ohne ABS und so. Die Gegner sind komplett am Arsch der Heide. Seht ihr, ne? Aber ich muss sagen, auch hier, ich fahre mit allen Hilfen, ne? Also mit Traktionskontrolle, mit Stabilitätskontrolle. Trotzdem hilft das nicht wirklich viel. Also, was heißt nicht wirklich viel? Das hilft unglaublich. Aber dennoch, durchdrehende Räder, Stabilitätsprobleme bei Regen, immer noch alles scheiße, ne? Ich würde es gerne wie folgt machen. Kann man irgendwo vorher sehen, dass es an einem Event regnen wird? Dann fahre ich mit Unterstützung, also mit Helfchen. Mit Helfchen, mit Helferlein. Weil im Endeffekt ist das gleiche, was die KI auch hat. Im Endeffekt ist ein ABS ja nur eine... Naja, das ist keine richtige KI, aber halt sowas in der Art, ne? Also im Prinzip nicht mehr sowas in der Art, weil das Ding lernt nicht. Das Ding hat vorgegebene Werte, an die sich hält und fertig. Wobei, das macht eine KI doch eigentlich auch, oder? Ich möchte anmerken, das ist Traktionskontrolle und alles an, ne? Alles. Alles. Und trotzdem ist das Spiel nahezu unspielbar in so einem Auto im Regen. Ich gebe jetzt mal 50% Gasstellung, ja? Das sind 50%. Ich habe nicht mehr Gas gegeben. Das ist voll. Da rutscht man sofort.
Also klar ist mir das, also mir ist klar, dass man dann schon einfacher rutscht. Aber das ist halt dumm. So, war ein längerer Part als gewollt. So, zeig mal. Ja, okay. Ich bin einfach mal 4 oder 3,8 Sekunden schneller als im fucking Training mit Fahrhilfen. Ich möchte nicht immer mit Fahrhilfen fahren, aber im Regen doch. Also, weil Regen macht sonst wirklich überhaupt keinen Spaß in so einem Auto. Das ist komplett dumm. Tut mir leid. Ja, wir sind jetzt Dritter. Mit den 25 Punkten. Die haben wir dringend gebraucht. Ich hoffe, das war jetzt okay für euch, dass ich so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Es hat mir sonst wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht, weil also Regen halt einfach Dreck. Ja, großartiges Qualifying, das kann ich so bestätigen. War wirklich schön. Wir sind es beim nächsten Mal. Mal wieder zu der Historic GT5 320 Turbo Pan-Europa Cup. Zu dem drei. Ach, man leckt mich doch am Arsch. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, ob man irgendwo Sachen ausschalten kann. Ja, hier fallen alle. Ich hatte ABS, das hat man gemerkt. Stabilität habe ich nicht gemerkt, zumindest nicht im Regen. Und Traktion habe ich auch nicht gemerkt. Nicht mal ohne Regen hatte ich Traktion. Das ist halt dumm. Ich kann natürlich einfach Schaden ausmachen oder sowas. Ich habe ja schon Reifen aus, weil mich das echt ankotzen würde. Aber ja. Ich glaube, Regen kann man nicht ausmachen, also Wetter. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüssi.